Herr Walter, was werden aus Sicht von Fujitsu die wichtigsten Trendthemen in Sachen IT-Security sein, die in diesem Jahr auf der CeBIT im Fokus stehen werden? Also ich denke, dass neben dem übergreifenden Thema Datability und der ganzen Thematik Big Data auch der Aspekt der Sicherheit eben relevant sein wird. Und ich glaube, dass wir auf der CeBIT, wir Fujitsu, gerade im Kontext der Authentifizierung einen wichtigen Beitrag leisten, indem wir unsere Venenscanner, die Palm Secure Technologie, vorstellen, die jetzt auch Einzug hält in die Mobilgeräte. In Sachen IT-Security wurde das Vertrauen der Anwender ja im vergangenen Jahr massiv durch die NSA und Geheimdienst-Späh-Affäre erschüttert. Was muss sich aus Ihrer Sicht tun, damit dieses Vertrauen wiederhergestellt wird? Also ich glaube, es gibt, was die IT-Industrie angeht, ganz klar die Notwendigkeit zur hohen Transparenz, weil wir uns das Vertrauen der Kunden ja immer wieder neu verdienen müssen. Transparenz im Hinblick auf, wo sind die Data Center, wie ist das sichergestellt im Rahmen der regulatorischen Bedingungen, wie sind denn auch die Netzwerke, die Verbindungen zwischen den Rechenzentren, hat das Unternehmen ein eigenes Wide Area Network oder geht es über normale Routing-Technologien etc. Das ist ein Aspekt, die Transparenz, damit unsere Kunden da auch das Vertrauen fassen. Das andere ist aber auch sicherlich, dass wir mit unseren Kunden Sicherheitslösungen diskutieren, also alles, was das Thema technische Sicherheit angeht, Verschlüsselungen, Technologien oder andere Dinge. Und was Unternehmen auch tun müssen aus meiner Sicht, ist die Fragestellung, wie kann man die Awareness beim Benutzer erhöhen. Und wie kann man auch hier über Authentifizierungssysteme eben sicherstellen, dass das Risiko maximal rausgenommen wird und die Sicherheit maximal erhöht werden kann? Fujitsu ist einer der wenigen Hardwarehersteller, die noch in Deutschland produzieren. Sie haben ein Werk hier in der Nähe in Augsburg. Welche Rolle spielt der Standortfaktor, eben dass Sie hier in Deutschland produzieren, für Ihre Kunden, speziell auch hinsichtlich den Fragestellungen in Sachen IT-Sicherheit? Also es gibt ja viele gute Gründe, warum wir in Augsburg fertigen. Die Kundennähe, die flexible Produktion, die Möglichkeit, Kundenanpassungen ab Werk vorzunehmen, ist ein wesentlicher Grund. Aber in der Tat kommt im Kontext der Sicherheitsdiskussion und der Standortfrage ein ganz neuer Punkt zum Tragen, nämlich, dass wir unsere Hardware eben im Rahmen unserer deutschen Gesetzgebung bauen, dass unsere Quellcodes in Japan liegen und dass wir zum Beispiel Produkte nicht für den späteren externen Zugriff präparieren, sondern wir können da mit gutem Gewissen sichere auch Hardware-Equipment und Systeme an unsere Kunden liefern.